Yo, willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F mit Belias LP. Und mit Nami LP. Yo, im letzten Part sind wir hier in die Küstenhöhle gegangen, um einen geheimen Secret-Ultra-Angriff zu machen gegenüber den Fendel-Typen, also einen Sneaky-Peaky-Angriff. Und da machen wir jetzt einfach mal weiter. Wir sind immer noch in der Küstenhöhle. Und krallen uns jetzt erstmal die Truhe. Ganz genau, mit Galt. Super. Wir haben das Galt in unserer Gewalt. So. Und jetzt kommt gleich ein kleiner Trick, wie man einen Skid bekommt, der sonst einfach weg ist, den ihr sonst übersehen könntet. Wir haben übrigens alle Monster hier auf der Route geholt, also hier in der Küstenhöhle. Das sind drei Monster, und zwar dieses Eisviech, dieses Wasserelementar. Ich zeig's euch mal onscreen ganz einfach so hier. Bibliothek. Da, Wasserelementar. Wasserelementar. Dann lokaler Stern. Und das dritte. Grüner Schleim. Und grüner Schleim. Jo. Genau, das hat die Nami eben für mich gemacht, oder für uns gemacht, besser gesagt. Einmal Applaus für Monsieur, wollte ich schon sagen. Mrs. Nami! Ja, das hätte nicht lang gedauert, bis wir die Viecher hatten. Also das war wirklich keine Arbeit. So. Und hier gibt's eine Entdeckung für uns. Der Glimmerseelenschwarm. Look, a colony of Glintsoul bugs. I saw them in one of Hubert's books once. That reminds me of when you used to come hide out at our house. You probably don't know this, Asbel, but whenever we did that, Grandpa and Lady Carrie would scold me to no end. They did? But Lord Aston always came to my defense. He was always looking out for me. My father did that? Really? That's why I was so sad when I'd heard he'd... He died. Sharia. Ja, da haben sich einige Partymitglieder in dem Vater von Espel getäuscht, würde ich sagen. Oha. Wir gehen jetzt erstmal hier zurück und jetzt gibt's einen kleinen Skit, wie gesagt, den wir erspielen können. Ich meine, dass er hier ist, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Und zwar muss man da hin und her springen, es ist nervig, aber so ist es nun mal. Yo, ein bisschen im Wasser hin und her jumpen und dann dürfte da irgendwo ein Skit kommen. Vielleicht solltest du aber auch immer ein bisschen da rumlaufen, nachdem du im Wasser warst, weil ich glaube nicht, dass das direkt beim Rausgehen so kommt. Ein bisschen hüpfen werde ich und in der Zeit werde ich auch lesen, was da noch so kommt. Jo, der Espel macht Wassersport. Ja, das ist nervig, aber das ist wirklich wichtig, denn sonst verpasst ihr diesen Skit und den bekommt ihr nicht wieder. Nervig. Halt, oh mein Gott. Die Frage, in welchem Wasser das genau ist. Ob das jetzt wirklich in dem Wasser ist oder ein bisschen hinten. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in dem Wasser hier ist. Ach komm, ich denke, hinten dran kommt gleich der Boss. Oder? Nee, hinten dran kommt noch nicht der Boss. Vielleicht ist es dann wirklich hinten. Ich weiß nicht. Wasser der Vergebung produziert. Wir können ja einmal nach hinten rausspringen, da ist ja auch noch eine Entdeckung. Gott, ich will jetzt nicht kämpfen. Oh. Dann halt doch. Ging aber recht fix und weiter geht's. Jo, springen wir weiter durchs Wasser. Ah, Schatztruhe. Schatztruhe, heiliger Trank, zweimal. Gott, die hätten wir fast übersehen. Ja. Okidoki, dann würde ich sagen, das ist hier. Da, ha. Ha. Hey, Asbel? Ja? I feel like you've been having us dive into the water an awful lot. That isn't intentional, is it? What do you mean? Never mind, it's not a big deal. But it's just... As soon as my clothes start to dry out, we're right back in the water. I'm wet all the time. It's starting to feel a little bit... perverted. What? No! That's not... I would never... That has nothing to do with it. Da wirft sie mal was ziemlich Krasses vor. So, so der Espel, der Schlawiner. Ja, klar. Die Charia ist da nur ein bisschen eingebildet. Das würde der nie machen, meine Güte. Todesglühen Algen. Ein neues Entdeckungsleinchen mit einem Skit. Hier.
Sophie, wait, don't touch that. Hmm? Why not? That's a carnivorous sea plant that paralyzes its prey. It may not like people. It's dangerous. Did it bite you? Just a little. Let's see. It's better. Good. I'm glad you were here, Sharia. Sophie, you should thank Sharia too. Thank you, Sharia. Of course. So, und hier werden wir speichern, denn jetzt kommt ein etwas härterer Bosskampf. Ich weiß nicht, ob wir den wirklich schaffen werden. Ich hoffe es, dass wir ihn schaffen. Man muss ihn unter 60 Sekunden schaffen, um ein Achievement freizuschalten. Das habe ich natürlich schon offscreen, haben wir das schon gemacht. Das heißt, ich muss es wieder einblenden. Beim letzten Mal habe ich es ja irgendwie verpeilt. Okay, jetzt wird's ernst. Yo, da bin ich mal gespannt, wie wir das jetzt so schaffen, vor allem auf Chaos. Ich meine, wir müssen hier ganz, ganz viel X smashen auf die Monster. Ich denke, dass das mehr Schaden macht als die Skills. Jo. Ups. What the hell? I'm trembling. Why? Aber scheinbar läuft's ja eigentlich ganz gut. Fragt sich nur, ob das 60 Sekunden sind. Ich denke schon. Wir müssen auch die kleinen Schleims besiegen. Ja. Aber zuerst den großen, ist ja klar. Ich denke, 60 Sekunden kommt gut hin. Hoffen wir doch mal. Und wie viele Sekunden sind's? 30 Sekunden! Boah. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle hier blende ich kurz das Achievement ein für das Besiegen der Schleimkönigin unter 60 Sekunden. So, dann geht's weiter. Wir sind Level Up und wir haben... Kamille bekommen. Kamille bekommen, genau. Und wir haben einige Titel gemeistert. Und zwei Level hoch. Ah, zwei Level. Also Sophie 1 und Espla 1. Ach so, ja. Und Cherry ja nicht. Cherry ja das Gesicht. So. I wasn't expecting something like that here. We'd better be careful. I don't see the Phandalians anywhere. Let's stay here and wait for our men to arrive. It's almost time. Follow me and let's commence the attack. Jetzt wird's spannend. Jo, und als allererstes mal ins Menü und die Titel ändern. Einmal von Sophie, die hat ja schon fast alle Titel geschafft. Und dann auch nicht Artes, Titel bei Espel müssen wir auch noch was wechseln. Der hat einiges Neues bekommen. So, mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Er sieht aber nicht danach aus. Die Viecher haben wir ja schon. Ja, da gibt's einen Skit. That monster was horrible. Do you think it was part of Fendel's defenses? No, I don't think so. It's probably lived down here for years. So, it would still be alive if not for us. That's kind of sad. I feel terrible now. Maybe, but it was either us or it. And we have to save Lant. Asbel? There's no time for pity. I'm the only one who can protect Lant now. Tja, ich glaube, er meint es ziemlich ernst mit der Sache. Ja. Lant zu retten. So, hier können wir raus. Erstmal zum Strand. Kriegen wir noch einen morschen Reißzahn, den wir nicht brauchen. Dann eine Trühe. Wow, 720 Gold. Total viel. Ich meine, wäre nicht so, dass wir schon 44.000 hätten. Ja. Hier nochmal speichern. Der Beli, der überspeichert mal alles. So, und dann gleich weiter. Da gibt es nämlich wieder was zu holen. Eine Entdeckung und ein Skit. Und eine Sequenz. Wuhu. There's no one here. What's going on?
Lord Asbel, we've been undone. Oh shit. What happened? The enemy has staged their own sneak attack. They're advancing on the town as we speak. What? We must have passed each other in the night. Unless they knew about our plan all along. Damn it! We can't stay here. We have to fall back. The town's nearly defenseless. They'll be overrun in no time. Na super. Ja, da hat der Espel nur Gutes gewollt, hat dann doch einen großen Fehler begangen. Hier können wir als allererstes mal eine Schatztruhe mit Fell öffnen. Haben wir aber schon. Eine Entdeckung holen. Spuren des Krieges und ein Skit. The Fendolian Army has already left. Did they somehow catch wind of our plans? Asbel, do we really stand a chance? Fendel's weaponry is so advanced. I'll think of a way. I promise. Don't you see it? We could never hope to protect Lant from such a force. Face it, we're so vastly outnumbered. We fight for a hopeless cause. Sharia. Never mind. We need to get moving. Lant is in danger. Damn. Ja, sie hat da nicht ganz unrecht, aber... Sollten wir den Soldaten nicht vielleicht anlabern? Welchen Soldaten? Da oben! Achso, da ist ein Soldier. Ein Soldier Boy. Denn schließlich müssen wir alle Leute anlabern. Das stimmt, durchaus. Jetzt gehen wir erstmal zurück. Und wir sollten auf dem Weg noch einen Skit bekommen. Ja, das Spiel ist voll ge... Ich würde schon voll geranzt sagen. Das Spiel ist voll gepackt mit Skits. Den da oben auch anlabern oder nicht? Wo? Ich sehe gar nichts. Da, links. Ich habe den total übersehen. Was ist los, ey? Für Bailey sind Soldaten so unsichtbar. Das sind so Geister. Ja. Man merkt, dass ich keine Soldaten ausstehen kann. Nein, das war natürlich nur Spaß. Ich habe nichts gegen Soldaten, solange sie keine Soldaten sind. Nein, Spaß. Oder ich habe nichts gegen Soldaten, noch nichts, was wirkt. Vielleicht eine Shotgun. Nein, Spaß. Mal wieder zurück. Und zwar... Gibt es hier einen Skit, der jetzt gleich kommen sollte? Hier haben wir ja auch schon alle Monster schon lange. Das ist die Küstenhöhle, die Küstenrolle. Die Krustenrolle. Ich laber wieder mal Shit. So, da ist ein Soldat, der auf dem Boden chillt. Der ruht sich gerade ein bisschen aus, wie man sehen kann. Dem geht's sehr gut. Läufst du denn an einem richtigen Rand? Ja. Ja. Gut. Vielleicht ich weiß wo, keine Sorge. Ah, okay. Hier. Entweder Inlandbühl oder... Ah, jetzt müssen wir gegen die Typen kämpfen, ballern, wollte ich schon wieder sagen. Mein Mund wird trocken und ich habe nichts mehr zu trinken. Ich muss erst nach dem Part wieder was trinken. Genau. Und Shurian hat eine einen Titel bekommen, aber sie ist schon fertig. Boah, diese Gegner. Yo, ich hoffe, wir finden einen Skit bald. Der müsste ja hier irgendwo sein. Ja, ich habe mir notiert, Skit bei Lord Hill, also Lord Bühl bei uns. Ja, und weil ich so unglaublich intelligent bin und wusste, wo es ist, wusste ich halt nicht, wo es ist. Deswegen mussten wir kurz cutten. Aber da ist es ja endlich, das Skitchen. Wir haben es gefunden. Es ist irgendwie aufgetaucht, als wir hier rumgelatscht sind. Also gucken wir es uns doch einfach mal an. Asbel, what are you doing? We need to get to Lant. Wait, Sharia, hear me out. We don't have time. Please. Okay. Look, the people of Lant are all I have. I withdrew from the academy. I won't be joining the Knights. What are you saying? What does that even mean? It's all right. No matter what Fendel brings to bear against us, I'll stake my life to stop them. Just like my dad did. I'll prove to the world that I can protect them. And you. Will you stand with me, Sharia? Will you trust in me? I will. But why couldn't you have said that 7 years ago?
Tja, da hat sie sich ein bisschen gewundert, dass er plötzlich so spricht. Ja, aber bevor wir jetzt weitergehen, wenn wir jetzt nämlich in die Stadt reingehen, kommt eine ganz, ganz lange Videosequenz. Also es tut uns wirklich leid, dass der Part jetzt so kurz ist, falls er kurz ist. Very, very sorry von unserer Seite aus. Yo. Aber ich würde sagen, von meiner Seite aus erstmal ciao, ciao. Bis zum nächsten Part, wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.